Ja, aber ist doch top. Also momentan sieht es doch super aus. Ja. Im ganzen Verbrauch und so. Ja. Endlich ist ja die Frage, ob wir ankommen. Ja. Ich habe ein bisschen Angst. Ja, 9%. Doch ein bisschen spannender als anfangs angenommen. Aber naja, gut, schauen wir mal, was passiert. Wird spannend. Guten Morgen zusammen. Wir wollen heute einen spannenden Ausflug mit dem Fiat machen. Wo es hingeht und was wir da machen, das seht ihr gleich unten im Auto. Jetzt machen wir gerade noch ein paar letzte Vorbereitungen, schmieren ein paar Brote und jetzt geht's gleich los. Los geht's! Ist auf der Autobahn angekommen und wollen jetzt erstmal erzählen, wo wir eigentlich hinfahren. Und zwar machen wir heute einen kleinen Roadtrip nach Magdeburg. Also das ist von Wernigerode aus ungefähr 200 Kilometer, also Hin- und Rückweg sind ungefähr 200 Kilometer, also ungefähr 100 Kilometer pro Strecke. Und ja, das soll einfach mal zeigen, wie es ist, mit dem Fiat so einen Tagesausflug zu machen. Also, dass man wirklich eine relativ kurze Strecke irgendwo hinfährt, einen Tag oder einige Stunden in einer anderen Stadt verbringt, in einer Sehenswürdigkeit und dann aber auch wieder zurückfährt. Ja, aber das Spannende ist, ob wir diese Strecke hin und zurück von 200 Kilometern noch ohne Laden schaffen. Also wir fahren jetzt über die Autobahn, später dann auch ein Stück Landstraße. Aber das ist natürlich eine schöne Distanz, um einfach mal zu zeigen, wie praxistauglich der Fiat auch auf etwas längeren Strecken ist, weil ich glaube so 100 Kilometer, also eine Stunde bis eine Stunde 30 Fahrzeit für so einen Tagesausflug ist eine realistische Zeit bzw. Distanz und das wäre schon schön, wenn man sowas ohne Nachladen schaffen könnte, weil das würde sonst die Fahrzeit schon irgendwie ein bisschen aufblähen, wenn man zwischendurch nochmal 20 Minuten laden müsste. Und das Ganze ist jetzt ja rechnerisch auch gar nicht so kompliziert. Wir haben insgesamt 200 Kilometer, also pro Strecke 100 Kilometer. Das heißt, wir dürfen pro Strecke nicht mehr als 50% im Akku verlieren, um hin und zurück zu kommen. So, das heißt, wenn wir in Magdeburg ankommen, dann dürfen wir nicht weniger als 50% im Akku haben, lieber ein bisschen mehr, um noch eine gewisse Reserve zu haben. So, nachdem wir jetzt gesagt haben, wo wir eigentlich hinfahren, haben wir noch gar nicht erzählt, was wir da eigentlich machen. Und zwar fahren wir zu Tesla Magdeburg, um da eine Probefahrt mit dem Tesla Model Y Performance zu machen. Wir haben uns natürlich nicht ganz unvorbereitet auf den Weg nach Magdeburg gemacht. Bevor wir losgefahren sind, haben wir bei der A Better Route Planner App mal geschaut, mit wie viel Prozent wir denn in Magdeburg ankommen sollen, damit wir ja vor Ort keine böse Überraschung überleben oder dann eben auf dem Rückweg. Genau, und A Better Route Planner hat auch gesagt, dass wir mit gut 60% in Magdeburg ankommen. Da bin ich jetzt sehr gespannt, ob das auch wirklich stimmt. Ja. Vielleicht vom Fahren her, wir fahren jetzt so 120, weil es bisher auch ja, also verhältnismäßig relativ viel auf den Straßen los ist. Und ja, ein bisschen erstmal gucken, wie sich jetzt der Verbrauch heute verhält von den äußeren Bedingungen. Es sind 22 Grad, es ist bewölkt, ich glaube relativ windstill, also gute Bedingungen eigentlich unterm Strich. Ja. Mal gucken, welchen Verbrauch wir denn so nach 30, 40, 50 Kilometer haben und dann mal gucken, ob wir das Tempo so beibelassen oder ob wir noch ein bisschen schneller fahren. Gucken, wir haben jetzt 80%. Mal schauen, ob wir durch das Bergabfahren hier auch wieder 1% hinzugewinnen können. Rekuperieren, ja. Dass die Bremskraft des Autos dafür benutzen, den Akku wieder aufzuladen und nicht wie beim Verbrenner in Wärmeenergie verpuffen zu lassen. Ist ja auch einer der Vorteile der Elektromobilität.
man hätte es an den Kilometern sehen können. Die verbleibende Restreichweite ist von 190 auf 191 gesprungen. Also wir sind nun bei 50 Kilometern und wollen euch mal einen kurzen Zwischenstand geben zum Verbrauch. So, wir haben jetzt einen Verbrauch von 15,8 Kilowattstunden und noch im Akku 79%. Ja, wir haben ja gesagt, wir müssten bei 50 Kilometer bei über 75% noch im Akku sein. Das sind wir sogar relativ komfortabel drüber. Also momentan sieht alles auf Kurs aus, dass wir es auch schaffen, mit einer Ladung hin und zurückzukommen. Gucken wir mal, ob sie auch weiterhin so verhält. Was meint ihr denn? Schaffen wir es ohne Nachladen von Wernigerode nach Magdeburg und zurück? Schreibt das doch gerne mal in die Kommentare. Ansonsten ist die Fahrt sehr unspektakulär, muss man sagen. Ja. Fahren jetzt hier auf einer zweispurigen Landstraße mit 100, sagen wir 100 mal, mit 100 km/h lang. Vor uns ist ein Auto, hinter uns ist einer. Also schneller können wir hier so oder so nicht fahren. Ja, aber ansonsten sehr entspannt alles. Wir fahren jetzt noch 3,9 Kilometer, 4 Minuten und haben 63% noch im Akku. Da könnte Wetter Route Planner wahrscheinlich knapp falsch gelegen haben und wir kommen ja vielleicht mit 61% an. Ja. Schauen wir mal. Ja, aber irgendwas um die 60 hat doch Wetter Route Planner vorhergesagt, ja, oder? Ja. Ja, dann ist es aber schon gut. Da ist Tesla. So, wir sind jetzt bei Tesla angekommen. Wir haben jetzt einen Verbrauch gehabt von 14,6 Kilowattstunden auf 96,4 Kilometer mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 74 km/h und einer Stunde und 17 Minuten Fahrzeit. Genau, und haben noch 62% im Akku oder nach seiner Schätzung 131 Kilometer. So. So, wir sehen uns dann später wieder, und wenn wir uns auf den Rückweg machen. Jetzt fahren wir erstmal ein bisschen Tesla Model Y Performance. Bis später. Wir sind jetzt von der Probefahrt mit dem Tesla Model Y zurück. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja. Ja, jetzt werden wir nochmal nach Magdeburg ein bisschen in die Innenstadt fahren. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir uns auf den Rückweg nach Wernigerode machen. Und dass ihr nicht verwundert seid, warum das jetzt hier in dem Video nicht mit drin ist. Da es war so eine lange... Ja, das hätte das Video so krass aufgebläht, dass wir gesagt haben, da machen wir ein komplett eigenes Video raus. Das kommt kurz, nachdem dieses hier online gegangen ist. Ja, aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf die Fahrt mit dem Fiat. Wird er die 200 Kilometer schaffen? Müssen wir nachladen? Müssen wir Ladeangst haben? Ihr werdet das alles im Laufe des Videos weiter noch sehen. Und jetzt gucken wir uns erstmal ein bisschen Magdeburg an. Bis gleich. So, wir sind jetzt wieder zurück im Fiat. Sind einfach ein bisschen an der Elbe spazieren gegangen, haben uns ein bisschen Magdeburg angeguckt, nach der turbulenten Fahrt im Tesla ein bisschen Ruhe erstmal wieder reinbringen. Genau, war schön, hat aber Spaß gemacht. Magdeburg, schöne Stadt. So. Ja, wir haben jetzt noch 59% im Akku. Ich bin da ja ein bisschen skeptisch, ob wir wirklich zurückkommen, weil nach Wernigerode geht es ja doch noch mal ein bisschen, wahrscheinlich vom Höhenprofil nach oben in die Berge. Ja, bei Better Route Planner haben wir uns das Ganze gerade eben angeschaut, mit wie viel Prozent wir denn planmäßig in Wernigerode wieder ankommen. Ja, also ich habe erstmal die Strecke eingegeben, die wir auch hingefahren sind, also 1:1. Und da kommen wir raus bei ja, 9%. Ja, okay, also wir hätten Alternativen, wo wir nochmal Schnelllader auf dem Weg haben, aber... Wenn es auf dem Hinweg funktioniert, ja, müsste es ja hinkommen. Ja. Schauen wir mal, ob wir da noch zwischenladen müssen oder ob wir die 200 Kilometer ohne Ladestopp schaffen. Aber wird doch ein bisschen spannender als anfangs angenommen. Aber naja, gut, schauen wir mal, was passiert. Wir fahren jetzt auf jeden Fall erstmal los. Dann ist ja die Frage, ob wir ankommen. Ja, ich habe ein bisschen Angst. Wir haben jetzt nur noch 58%. Musik.
So, nachdem wir doch einen kleinen Anfall von Reichweitenangst eventuell haben, was ein bisschen beruhigt ist, wir sehen hier, wie lange wir noch fahren müssen. Also 54 Minuten und 74 Kilometer. Und hier sehen wir die prognostizierte Restreichweite der Fiat schafft, also 113 Kilometer bei noch 52%. Und das ist natürlich schon 50 Kilometer, nee, 40 Kilometer Unterschied. Und das ist natürlich ein relativ komfortabler Puffer, den man noch hat, solange diese 113 da jetzt nicht vor sich hinschmelzen, sollte also alles einigermaßen gut funktionieren. Wenn die beiden Werte gleich auf sind, dann müssen wir, glaube ich, laden. Ja, aber solange es noch so aussieht wie jetzt, haben wir da, glaube ich, doch einen relativ komfortablen Puffer. Im Zweifelsfall, falls es am Ende ganz eng wird mit den Prozenten, haben wir ja auch immer noch den Sherpa-Modus, den wir anstellen könnten. Mal schauen, ob es dazu kommen wird. Stimmt, ja. Und was uns auch ein bisschen in die Karten spielt, man darf hier nicht schnell fahren. Ist alles irgendwie 100, obwohl das alles gut ausgebaut ist, aber naja, gut. Wollen wir uns nicht beschweren, wie gesagt, ist ja zu unserem Vorteil gerade. Nach 21 Kilometern wollen wir mal ein kleines Update geben. Wir sind jetzt noch bei 48% im Akku und haben bisher einen Verbrauch von 16,1 Kilowattstunden, also mehr als eine Kilowattstunde mehr als auf der Hinfahrt. Also scheint scheinbar bisher zumindest eher bergauf zu gehen als bergab vom Verbrauch her, aber noch haben wir ja 48% im Akku. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Was meint ihr denn? Werden wir es schaffen, wieder nach Wernigerode, wieder nach Hause zu fahren? Oder meint ihr, wir müssen doch zwischenladen? Und auch noch eine interessante Frage, wäre euch das zu knapp? Ich meine, wir haben jetzt laut dem Better Route Planner 9% drin. Das ist, also jetzt finde ich schon relativ wenig. Von so wie wir bisher gefahren sind, sind wir, glaube ich, noch nie so mit so wenig angekommen. Macht ihr sowas? Sagt ihr 9%? Das ist ja gar kein Thema. Da ist ja noch, kann ich ja noch 10 Kilometer dranhängen. Oder sagt ihr, nee, lieber nachladen zwischendurch? Schreibt es uns gerne mal unten in die Kommentare. Kilometer sind wir jetzt schon gefahren, 38 Kilometer müssen wir noch. Und Tobi, sag doch mal, wie sieht denn der Verbrauch jetzt aus? Na gut, wir sind bei 49,7, also nennen wir es mal doch 50, und haben jetzt Verbrauch von 14,9 und sind bei 36%. Also wir hatten ja gesagt, so, oh, wir, bei 35 sollten wir eigentlich sein nach 50 Kilometern. Da sind wir jetzt ziemlich genau. Aber was ich eigentlich auch noch gut finde, dass wir hier in der Anzeige noch 79 Kilometer haben, was das Auto glaubt, was wir schaffen, und nur noch 37 tatsächlich fahren müssen. Also das schaut zu gut aus. Zumindest das Auto scheint so optimistisch zu sein, dass das Auto glaubt, es zu schaffen. Also sind wir es auch. Ja, ich bin mir da noch ein bisschen unsicher, ob wir es wirklich schaffen, gut anzukommen, weil wir gleich ja erst noch auf die Autobahn drauf wollen und auf der Autobahn dann ja doch schneller als auf der Landstraße unterwegs sind. Das Auto ist auf jeden Fall optimistischer als ich, aber ich bin gespannt. Aber ich finde wirklich den Plan gut zu sagen, sobald die Kilometeranzahl und die prognostizierte Anzahl übereinstimmen, dass man dann wirklich sagt, okay, jetzt muss man sich eine Ladesäule suchen. Wir hatten ja noch ein paar auf jeden Fall im Vorfeld, wo wir dann sagen, dann fahren wir halt dahin. Ich hoffe, dazu kommt es nicht. Ja. Drückt uns die Daumen. Wir sind jetzt auf der Autobahn angekommen. Wir fahren jetzt wieder 120 momentan. Aber es sieht jetzt doch ganz gut aus. Wir haben noch 33 Kilometer, 72 zeigt das Auto an, auch noch 34% im Akku. Das heißt, selbst wenn er jetzt pro Kilometer 1% verlieren würde, würden wir es schaffen. Also ich glaube, das ist ganz, sieht ganz gut aus. Das denke ich auch. Wir werden ankommen. Aber ganz ehrlich, als wir in Magdeburg losgefahren sind, dachte ich echt, das war jetzt nicht sicher für mich, dass wir das wirklich schaffen.
genau. Gut, dass wir das Rollstuhl gesucht haben. Ich meine, das wären jetzt so die Abbiegungen gewesen, wo wir hätten rausfahren können, jetzt noch im Vorfeld. Jetzt müssen wir es schaffen. Ja. Der Fiat hat gerade auch etwas mitgeteilt, und zwar, dass wir einen niedrigen Akkustand haben, und er fragt, ob wir eine Ladestation suchen wollen. Ja, wir sind uns ja aber eigentlich sicher, dass wir ankommen. Nein! Nein! Das schaffen wir! Ja, man muss auch sagen, in 8,7 Kilometern fahren wir ab nach Wernigerode ins Zentrum, geben dann noch kurz die Pakete ab und sind dann ja auch quasi zu Hause. Also das schaffen wir. Wir haben noch 24% im Akku. In 1 Kilometer fahren wir von der Autobahn ab und wir haben noch 20% im Akku. Der Better Route Planner hat ja gesagt, wir kommen mit 9% an, also haben wir jetzt sogar noch relativ viel Puffer. Wobei man noch sagen muss, dass wir die letzten Kilometer jetzt mit 110 einem Auto auch hinterher gefahren sind. Vielleicht hat das auch noch mal ein paar Kilometer mehr Reichweite gegeben. Stimmt sogar. Ja, aber was ich auch sagen muss, also es wäre jetzt gelogen zu sagen, dass ich nicht ein bisschen langsamer gefahren bin als auf der Hinfahrt. Du kannst das Navi erzählen lassen. Sondern, dass wir schon ein bisschen langsamer gefahren sind als mit dem Verbrenner oder als wenn wir viel Akku gehabt haben. Das muss man wirklich jetzt mal fairerweise sagen, dass das schon was ausgemacht hat. Scheinbar war es völlig unnötig, aber... Für den Kopf was besser, ja. Weil wir sowas sonst denn bisher nicht gemacht haben. Ja, wie gesagt, wenn man sowas andauernd macht, ist man vielleicht abgebrüht. Im Laden, aber wir wollten es ja einfach mal ausprobieren, ob wir es wirklich schaffen, ohne das Nachladen. Genau. Wenn wir dann zu Hause angekommen sind, da zeigen wir euch dann nochmal das Gesamtfazit, mit wie viel Prozent wir wirklich angekommen sind. Ja. Und wie die gesamte Fahrt auch so funktioniert hat. Wir haben es geschafft. Ja. Wir sind zu Hause angekommen. Mit tatsächlich sogar noch sehr viel Puffer. 18% haben wir sogar noch im Akku. Also deutlich unter dem, was Better Route Planner uns vorhergesagt hat. Was aber auch wirklich der Tatsache geschuldet ist, dass wir relativ langsam auf dem Rückweg gefahren sind. Also jetzt nicht richtig dolle langsam, aber auf einer 100er Landstraße sind wir dann eher 90 gefahren als 100. Und auf der Autobahn sind wir auch eher so 120, 110 in dem Bereich hinter den Autos hergefahren. Also schon langsamer, als wir normal fahren würden. Aber wie gesagt, das war jetzt in dem Fall einfach unsere Ladestrategie. Rückblickend hätte man natürlich schneller fahren können, weiß man jetzt für die Zukunft. Ja, aber es war ein interessantes Experiment für uns. Ja, es war sehr spannend. Die Hinfahrt hat ja sehr gut funktioniert. Da war ja das Wichtige, wir kommen erstmal an. Jetzt auf dem Rückweg war es ja schon deutlich spannender mit dem Nachverfolgen, ob wir es wirklich schaffen. Wie war jetzt der Verbrauch auf der Rückfahrt? 15,4 Kilowattstunden jetzt auf dem Rückweg, also ein bisschen höher als auf dem Hinweg. Dafür sind wir aber auch langsamer auf dem Rückweg gefahren. Also denke ich mal, wenn da von dem Höhenprofil her, wird man jetzt eher von Magdeburg nach Wernigerode wieder aufwärts gefahren sein. Ja. Also was lernen wir aus der ganzen Geschichte? Ja, so Tagesausflüge bis 200 Kilometer sind mit dem Fiat kein Problem. Darüber hinaus würde ich empfehlen zu laden. Mittlerweile ist die Ladeinfrastruktur halt eigentlich so gut, dass ich wirklich mal sagen würde, fahrt man irgendwo, sucht man sich einen Schnelllader auf dem Weg, lädt da einmal zwischen und dann passt das. Oder sucht sich in der Stadt eine öffentliche Ladesäule. Genau, richtig. Hätten wir auch machen können. Also es gab in Magdeburg welche, aber wir haben ja absichtlich gesagt, nein, wir wollen nicht laden, wir wollen das einfach mal hier als Experiment machen. Ja. Ja. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht und es war auch für euch ein bisschen informativ und lehrreich, das Ganze. Für uns war das wirklich aufregend zur Zwischenzeit. Wir hatten wirklich in Magdeburg echt Bedenken, ob wir es schaffen oder nicht. Ich bin sehr froh, dass es geklappt hat. Ja. Ich weiß gar nicht, ob sowas in so einem Video so rüberkommt. Wenn ich solche Videos gucke, denke ich mir oft so, naja, das passt doch, das wissen doch die Leute. Nee, also wir wussten es jetzt auf jeden Fall nicht. Es war wirklich irgendwo eine spannende Geschichte und die prognostizierten 9% waren auch, haben sich zumindest knapp angefühlt. Ja. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch sehr über ein Like oder auch ein Abo. Und die Glocke drücken, dann verpasst ihr solche Videos nicht. Ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal bei Tofi elektrisiert.